In Sachen Gesamtniederschlag gibt es eine leichte Entschärfung. Ganz so hohe Niederschlagssummen wie bisher werden momentan nicht mehr berechnet. Das ist auch vielleicht ganz gut, denn es ist ohnehin einiges runtergekommen. Wir wollen uns jetzt nur mit dem Allerwichtigsten beschäftigen. Das Wichtigste in Kürze. Grüße Sie und grüße euch. Dieses Bild ist einfach genial. Der Maximilian hat das gemacht und zwar in St. Gallen. Und das zeigt auch momentan dieses Wetter. Wir haben ein Wetter wie im April, mal mit warmen Temperaturen, mal mit kalten Temperaturen. Und der Übergang jetzt wieder vom Warm hin zu Kalt, der wird sehr ungemütlich werden. Wir haben es ja mit einem neuen Sturmtief zu tun, das von morgen auf übermorgen über uns hinwegziehen wird. Bisher sah es so aus, dass es die ganze Südhälfte erfasst. Jetzt wird es noch ein bisschen weiter gequetscht. So haben wir den Wind morgen Mittag. An der Ostsee wird es noch mal sehr stürmisch. Also was heißt sehr stürmisch? Sehr windig. Stürmisch ist das nicht. Und dann kommt von Frankreich dieses Gerät herangezogen. Das liegt dann am Abend um 19 Uhr schon über dem Süden Badens und im Westen der Schweiz, kommt von Frankreich eben reingezogen mit Spitzenböen von zum Teil schon über 80 Kilometer pro Stunde, intensiviert sich in den späten Abendstunden. Vom Hochrhein über den Bodensee bis nach Oberschwaben haben wir Windspitzen von um die 100 Kilometer pro Stunde. Das wird noch ruppiger werden als in der vergangenen Nacht und da können dann definitiv Bäume umstürzen. Und bisher sollte das Tief ja hier liegen in der Mitte, jetzt liegt es sehr weit im Süden. Im weiteren Verlauf, dann um 1 Uhr in der Nacht liegt es südlich der Alb bis ins Allgäu, ins westliche und nördliche Oberbayern rein mit Spitzenböen von 90 bis über 100 Kilometer pro Stunde. Und dann gibt es einen Schub, dann zieht das weiter nach Osten um 4 Uhr in der Früh, dann wird es mal ordentlich rappeln, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Und wenn ihr euch mal die Isobaren hier anschaut, wir gehen nochmal zurück, da sind die so in der Seitwärtsbewegung, also so den Alpenrand entlang. Und hier geht es gegen die Alpen. Dadurch geht auch praktisch der ganze Druck flöten, weil es dann davor klatscht und nach Osten abziehen wird. Der klassische Leitplankeneffekt ist das nicht mehr so. Und dann passiert noch etwas. Eine Kaltfront zieht durch. Im weiteren Verlauf der Nacht zieht das Ding dann unter Abschwächung weiter ostwärts. Und dahinter bleibt es noch ein bisschen windig, aber dieser Wind drückt alle Niederschläge gegen die Alpen. Bevor wir auf die Niederschläge schauen, ein kurzer Blick noch mal nach oben, und zwar in 1500 Meter Höhe, was den Höhenwind angeht, hier in der sogenannten 850er Fläche. Über dem Schweizer Mittelland ist da eine 13. Das ist nicht die wilde 13, ja, wild ist es auch, aber es ist die Windstärke 13. Ja, die gibt's. Da hört es nicht bei 12 auf, das geht noch weiter. Da haben wir hier die kräftigsten Böen und das ist ungefähr so die Pi mal Daumen-Faustregel. Dieses Wogende da in der Höhe kann bei Durchmischung, bei der richtigen Lage, eben die Böen unten bringen. Da sind Orkanböen möglich. Dann in der Nacht liegt das Ganze hier direkt am Alpenrand und verschwindet dann. Da hatten wir den Bommel eben, der deutlich weniger Windgeschwindigkeiten bringt um 4 Uhr. In der Höhe ist das aber noch vorhanden. Es wird sich nur durch die Niederschläge abschwächen. Das ist der Unterschied. Zum Beispiel, wenn wir oben den starken Wind haben und es ist trocken, dann geht der Wind bis unten durch. Haben wir Niederschläge, dann wird das abgebremst und da wird einiges runterkommen. Das ist die Situation am Nachmittag der höchsten Regensummen. Hier haben wir Aquaplaning-Gefahr. Da schüttet es wie aus Eimern mehr als 10, teilweise 20 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von 6 Stunden. Und dann wird das Ganze nochmal so richtig, wie soll ich sagen, auf Lauer gebracht. Am Donnerstagabend haben wir von Elsass-Lothringen über den Norden Baden-Württembergs durch die Mitte Bayerns dieses Regengebiet. Das ist so eine Art Stau. Hier haben wir das Windfeld. Da liegt das Tief, hier ungefähr. Und die Spitzen des Niederschlags so rum betragen bis zu 30 Liter und mehr auf den Quadratmeter innerhalb von 6 Stunden. Jetzt zieht ja das Tief nach Osten ab. Was macht der Niederschlag? Fumm, den knallt volle Lotte gegen die Alpen. Hier dann nicht mehr mit ganz so hohen Niederschlagssummen. Es sind dann nur zwischen 10 und 20. Aber es kommt Kaltluft mit ins Spiel und die Schneefallgrenze wird ziemlich schnell nach unten gehen. Wer rein theoretisch auf einem Berg wäre, in 1500 Meter Höhe in den Alpen, der hat es vorher noch total stürmisch und warm, wo man sich denkt, boah, ganz schön um die Jahreszeit. Und 10 Minuten später dreht der Wind und er stünde im Schneesturm.
Und so sieht die Situation in den Alpen aus. Am Freitagmorgen im gesamten Alpenbogen haben wir starke Schneefälle. Die Schneefallgrenze geht auf unter 1000 Meter Höhe runter. Hier müssen wir verbreitet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Das ist nicht mal irgendwie Schneefall, der kommt, wo die Straßen so ein bisschen weiß werden, sondern da kommt eine Wand, eine weiße Wand. Innerhalb von 10 Minuten ist da alles dicht und innerhalb von ein paar Stunden liegt dann so viel Schnee, da kommen die Räumfahrzeuge nicht nach. Und es schneit dann weiter am Vormittag und erst zur Mittagszeit hören die Schneefälle auf. Das Land unten weiter, da wird nichts passieren. Aber es gibt nun mal in den Alpen, in der Schweiz, in Österreich und teilweise auch in Deutschland Gebiete, da haben wir Straßen, die auf über 1000 Meter Höhe sind und das sind auch Verkehrsadern. Da geht dann erstmal nichts mehr. Das beruhigt sich dann am Nachmittag. Soweit diese Geschichte. Jetzt machen wir einen ganz, 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 ganz großen Sprung, weil es auch schon Wehklagen gegeben hat. Oh, der Hauptlauf, der macht gar keinen Winter mehr. Da passiert ja doch nichts, das geht alles so weiter wie bisher. Es ist ja nicht nur der Hauptlauf, sondern die Wetterlage an sich. Und wenn der Hauptlauf mal in die Richtung geht, wo die Ensembles auch waren, dann ist das nicht eine Änderung der Wetterlage, sondern der Hauptlauf rechnet das anders. Und der Hauptlauf rechnet zum Beispiel jetzt für den 28. November hier eine Süd- bis Südwestlage. Da kommt das Tief herangezogen mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von 5 bis 10 Grad plus. Und da wird er auch durch Mischung haben mit Wind, wäre das total warm. Das steht völlig im Gegensatz zu dem, was wir gestern besprochen haben. Jetzt hat ja der Hauptlauf einen Kollegen. Das ist der sogenannte Kontrolllauf. Und wisst ihr, was der Kontrolllauf macht? Wärme hier. Der zeigt exakt das Gegenteil. Minus 40 Grad in 5,5 Kilometer Höhe, hochreichende Kaltluft, die nach Mitteleuropa vorankäme. Und in 1500 Meter Höhe wären es um und unter minus 10 Grad, Tendenz sinkend. Tiefstes Frühwinterwetter, wie es kälter kaum sein kann, mit ein paar Schneefällen. Und wenn wir das mal ganz, ganz kurz uns anschauen in einem Ensemble, für München das Beispiel, es hat sich nichts geändert. Hier ist das Mittel aus 30 Jahren, das sogenannte Klimamittel in 1500 Meter Höhe, das Mittel aller Modellberechnungen, ist genau da geblieben, wo es die letzten Tage auch war. Nur der Hauptlauf, der ist einmal ganz oben. Der Kontrolllauf zur gleichen Zeit ziemlich weit unten und er würde noch weiter runtergehen. Und das ist ja nicht das einzige Modell, das es so rechnet. Das europäische ECMWF-Modell war noch nicht da, aber das kanadische GEM-Modell ist zwar nicht das hellste Modell auf der Modellkerzentorte, aber es zeigt das, was die anderen Modelle auch schon gezeigt haben, weiterhin diese mögliche Nordlage. Also für die Winterfreunde, da ist noch längst nichts verloren. Schönen Abend und bis morgen. Und ganz kurz noch zum Schluss, das ist jetzt gerade eingetrudelt, das Modell. Das europäische ECMWF-Modell macht ein Mittelding zwischen den Amerikanern und den Kanadiern.